Sie ist Influencerin, Sängerin, sie ist Jurorin, sie tanzt auf mehr Hochzeiten, als andere Leute irgendwie Bälle gleichzeitig in der Luft halten können. Meine Damen und Herren, hier ist sie jetzt. Hier ist Lena! Man hat immer noch, und ich glaub dir das, immer noch das Gefühl, dass wenn du so einen Auftritt hier machen musst, ne? Also du musst jetzt von da hinten bis hierher laufen. Das ist natürlich eine unnatürliche Situation eigentlich. Man kriegt Applaus, wird angeschrien von mir erst und dann muss man da so langlaufen. Finde ich bemerkenswert, dass du so diesen Weg eigentlich abkürzt und so ganz schnell hierher kommst. Viele lassen sich dann extra Zeit und ich denke immer, reicht der Applaus, ne? Aber es ist irgendwie sympathisch, dass du das nach all den Jahren immer noch so, endlich so ganz schnell so hinter dich bringen willst. Meinst du, dass man, das ist so... Meinst du, dass manche Leute denken, boah, geil. Ja, die so geil, rausgehen die und sagen so. Geil, ja. Hallo, hi, hi, ja. Hallo, danke. Danke. Ja. Du hängst so rein. Also mache ich das immer, wenn ich hier rausgehe. So mache ich das tatsächlich. Wenn ich hier rausgehe, dann denke ich, jeder Meter ist für mich Therapie. Ja, ja, ja. Ich brauche das und ich finde es irgendwie ganz gut, dass du dir das noch so bewahrt hast, dass du das offensichtlich nicht. Weil was sind eigentlich die... Was sind die Momente auf der Bühne, wo du dich am wohlsten fühlst und was sind die du dir eigentlich sparen könntest? Welchen Teil deines Jobs so findest du eigentlich gar nicht so geil und welchen findest du super? Also auf der Bühne finde ich, also auf der Bühne sein, wirklich wenn man live spielt, finde ich richtig, richtig super. Ja. So das direkte Feedback von den Leuten zu bekommen und das Gefühl zu haben, dass die wegen der Musik da sind und dann spielt man was und dann singen alle Leute mit und klatschen dann. Und das ist so, das ist für mich immer so ein Moment, wenn Leute meine Texte mitsingen und mich sozusagen mit meiner Musik anschreien, das ist für mich unglaublich. Also wirklich, ich stehe dann da und ich denke dann immer so, das kann doch nicht sein. Das ist unmöglich. Dass sie sich so zu Hause eine Jacke anziehen und zu dir zum Konzert wirklich, gehen. Wirklich, das ist für mich unbeschreiblich und das genieße ich so doll. Also das ist für mich wirklich ein unglaublich toller Moment. Und was ist unangenehm? Gibt es so Sachen, irgendwie, keine Ahnung, rote Teppichen oder so? Sagen alle Leute, das macht richtig Spaß. Ich denke aber immer, wenn man das Foto nach einer Zeitung sieht, denkt man, das hat der bestimmt richtig Spaß gemacht und so. Ich denke dann immer so, da will man doch auch einer davon sein, die da über so einen roten Teppich. Aber wenn du einmal daneben standest, ist es natürlich eine ganz bizarre Situation. Da sind da so Leute in so Winterjacken, so 40 Fotografen, die einen die ganze Zeit anschreien, ja, wo man noch überall hingehen soll. Lila, 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 Lila! So ja, sind die ja die ganze Zeit. Die sind ja, ja nicht also, nett. Also eigentlich, roter Teppich finde ich nicht schlimm. Ich finde nur schlimm, wenn Leute einen anschreien mit, mach mal was mit den Händen. Ja. Oder so. Und ich denke dann so, ja, aber was? Ja. Musst du so, Markus-Lanz-Pistole vielleicht. Also wirklich ja, Knaller. Ja, ich finde es gut. Only Love L heißt es und es ja, sind 14 Songs. Du hast es ja, du warst ja schon mal kurz davor, ein Album rauszubringen, hast du alles wieder eingestampft. Ist richtig. Weil du gesagt hast, nee, ist irgendwie noch nicht so weit, ich möchte es jetzt gerade nicht machen. Wie ist das jetzt? Jetzt ist dieses Album hier fertig. Ist das deswegen ein vollständigeres Album, als es das gewesen wäre vor einigen Jahren? Ja, auf jeden Fall. Ja? Also ich habe das, ich habe den alten Kram in die Tonne gekloppt, weil ich es nicht gefühlt habe, weil es sich irgendwie unauthentisch angefühlt hat und weil ich nicht so richtig happy damit war. Und ich bin ja jetzt relativ lange und viel auch auf sozusagen Reise mit diesem Album und das ist mein Album und das wird für den Rest meines Lebens mein Album bleiben und ich habe einfach gedacht, wenn ich jetzt ein Album mache, womit ich nur so 50% happy bin, dann fuck ich mich einfach für den Rest meines Lebens ab und das wollte ich nicht, das ja, wollte ich nicht. Verstehe ich. Und das findest du jetzt richtig gut und kannst das praktisch aus ganz anderen ja, Gründen jetzt auch viel lieber so bewerben ja, und damit durch so, die Gegend tingeln. Voll. Das finde ich gut. Ja, also wir werden ja später noch einen Song hören daraus. Ne? Absolut, also ich weiß nicht, ob ja, ich es schon gesagt habe, aber du trittst ja später noch auf mit Don't Lie to Me, mit der aktuellen Single. Das ist richtig.